Heute wollen wir euch einen Handwärmer erklären und auch zeigen. Hier handelt es sich um einen elektrischen Handwärmer. Es gibt ja die Handwärmer mit diesen Kohlestiften oder Benzinhandwärmer. Da seid ihr aber immer an die, ich sag's mal, Kohlestifte oder an Benzin oder was auch immer gebunden. Wenn ihr die nicht habt, dann seid ihr aufgeschmissen. Wie funktioniert das? Werden wir jetzt herausfinden. Dafür brauche ich erstmal ein Messer. Was uns mittlerweile auffällt, im Laden hier sind sehr wenig Messer ausgestellt. Dabei haben wir sehr viele Messer. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Also der Handwärmer, der ist auch schon online. Den werden wir euch unten in die Beschreibung setzen. Der Handwärmer kommt in einer solchen Tasche. Und hier ist dann einmal der Handwärmer. KH Security ist der Hersteller oder zumindest der Namensgeber. Wir haben hier einmal den Knopf, um das Ding anzuschalten. Jetzt brennt das Ding rot. Ihr fragt euch, wofür rot steht. Ehrlich, das frage ich mich auch. Fakt ist, ihr könnt es hierüber oder auch hierüber aufladen. Dafür haben wir hier auch ein Kabel. Das Ladekabel ist mit dabei. Die Frage ist, hat es jetzt... okay. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Es hat wahrscheinlich drei verschiedene Heizstufen. Wir warten mal, wie lange es dauert, bis es warm wird. Hier unten merke ich schon mal, dass es warm wird. Oh, okay, jetzt beginnt's. Aber das würde nicht reichen. Also wenn wir bei Minusgraden unterwegs wären. Oh, okay, jetzt gibt das Ding Gas. Oh, das Ding wird jetzt schon heiß. Also das waren jetzt vielleicht eine halbe Minute. Oder 45 Sekunden. Danach ist das Ding einigermaßen warm. Wir haben es jetzt auf der dritten Stufe. Und da kann man halt wirklich arbeiten. Das ist jetzt angenehm. Also da könnte man auch draußen problemlos laufen. Steckt man sowas einfach in die Tasche. Ihr lauft, habt eure Hände draußen. Ab und zu guckt ihr aufs Handy. Wer geschrieben hat, nach einer kurzen WhatsApp-Pause. Steckt ihr einfach eure linke Hand oder rechte Hand in die Jackentasche oder Hosentasche und habt das Ding dort und dann könnt ihr eure Hand nochmal aufwärmen. Das ist halt recht angenehm. Das kann man auch in Städten nutzen oder auch im Outdoor-Leben, wenn man draußen in der Wildnis lebt. Wenn man dort mehrere Tage übernachten möchte, ohne Powerbank, wird es schwer, weil Strom. Draußen in der Wildnis wird ein bisschen schrecklich. Das wird nicht klappen. Okay, also bei der Stufe bleibt es auch. Also wärmer wird es nicht. Also in der ersten Stufe erwärmt das Ding so gut wie gar nicht. Die dritte Stufe ist wirklich angenehm. Da würde ich das Ding auch lassen. Wir gucken uns jetzt mal die Bedienungsanleitung an. Also ich muss mich erstmal verbessern. Das hier ist einmal ein Handwärmer und auch eine Powerbank. Durch die Ladebuchse können wir die Powerbank oder den Handwärmer aufladen. Und hierüber können wir ein anderes Gerät aufladen. Also wird es als Powerbank genutzt. Wir können ein Handy aufladen, die iPods, iPads oder das Feuerzeug. Es ist hier ein elektrisches Feuerzeug. Da haben wir ein separates Video. Das verlinken wir euch hier oben. Genau, dritte Stufe ist auf jeden Fall am besten. So, jetzt gucken wir mal weiter. Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen. Bla bla. Das Wichtigste steht hier ganz unten, Betriebsdauer. Wenn wir die Betriebsstufe 1 haben, also die niedrige Stufe, haben wir ca. 30 Grad und das Ding läuft ca. 7 Stunden. Bei der zweiten Stufe haben wir eine Temperatur von 37 Grad, also 7 Grad mehr, haben wir eine Betriebsdauer von 3 bis 4 Stunden. Bei einer Betriebsstufe von 3, also bei der höchsten Stufe,
haben wir eine Temperatur von ca. 50 Grad Celsius und eine Betriebszeit von 2,5 Stunden. Damit kann man trotzdem arbeiten. Ich könnte natürlich das Ding auch mit einer Power oder über eine andere Powerbank nochmal aufladen. Das geht auch, wenn 2,5 Stunden euch nicht reichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls euch auch bei solchen Temperaturen draußen kalt ist, sowas lohnt sich immer. Wenn nicht, könnt ihr euch natürlich auch die Handwärmer oder die Fußwärmer, die ihr einmalig nutzen könnt, die kosten auch nur 1 Euro. Dann könnt ihr mal ausprobieren, hey, ist das überhaupt was für mich oder nicht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.